A1.2. Bestimmen Sie durch Rechnung, wie weit die Position S von Punkt C entfernt ist. Und als Teilergebnis gibt es den Winkel CBS mit 38 Grad und als Ergebnis SC sind 356 Meter. Wir markieren wieder in unserer Skizze, was eigentlich gesucht ist, nämlich die Strecke CS. Wie wir jetzt vorgehen, steht im Prinzip schon im Teilergebnis mit drin, nämlich hier wird ein Winkel CBS gesucht. Brauchen wir als Teilergebnis. Das heißt, wir lassen jetzt mal die Strecke SC noch weg und konzentrieren uns mal auf diesen Winkel CBS. Der ist hier zu finden und rechnen den zuerst aus, weil man kann sich vorstellen, dass man den wahrscheinlich für SC brauchen wird. Dieser Winkel CBS liegt in dem Dreieck SBC und ja, da von diesem Dreieck noch nicht viel bekannt ist, können wir es über dieses Dreieck womöglich nicht berechnen. Wir können nachschauen, die Strecke BC ist bekannt aus der vorherigen Aufgabe und die Strecke BS ist bekannt, aber mehr nichts. Das reicht noch nicht, um diesen Winkel hier über dieses Dreieck berechnen zu können. Also müssen wir wieder zurück in das Dreieck ABC und schauen, was ist da bekannt. Da kennen wir zum Beispiel den Winkel BAC, das ist der da, der Winkel ACB, den haben wir hier, und noch den Winkel SBA. Und wenn man sich das jetzt anguckt, der Winkel SBA und der Winkel CBS ergeben ja zusammen hier diesen kompletten Winkel. Den da. Also können wir diesen kompletten Winkel ausrechnen, diesen CBA, davon den SBA abziehen und dann bleibt genau der CBS übrig. Wir schreiben also auf. Der Winkel CBS ist nichts anderes als der Winkel CBA minus Winkel SBA. So, den CBA müssen wir jetzt noch berechnen. Wie kommen wir auf diesen Winkel? Das ist recht einfach. Wir haben hier das Dreieck ABC, von denen sind zwei Winkel bekannt. Also können wir über die Innenwinkelsumme den dritten, in dem Fall jetzt grünen Winkel, ausrechnen, den CBA. Also 180 Grad, so groß ist ja die Innenwinkelsumme, minus die beiden anderen Winkel, also minus BAC und minus Winkel ACB. Dann die Größen einsetzen. 180 Grad minus BAC waren 58 Grad und minus 16 Grad erhalten wir ein Maß von 106 Grad. Das setzen wir jetzt wieder in unsere obere Gleichung ein. Für den CBS ist also gleich 106 Grad die 68 und das sind dann die gesuchten 38 Grad. Damit hätten wir jetzt also den CBS berechnet und müssen jetzt die Strecke SC noch berechnen. So, CS liegt im Dreieck BCS, das ist recht eindeutig. Wir kennen die Strecke BC, wir kennen die Strecke BS und jetzt hier diesen Winkel CBS. Wir sehen, es ist kein rechtwinkliges Dreieck, oder zumindest wissen wir nicht, wie groß der Winkel hier drin ist. Vielleicht ist es ein rechter Winkel, aber keine Ahnung. Das heißt, es funktionieren nur zwei Sätze, nämlich der Cosinussatz und der Sinussatz. Die finden wir beide in der Formelsammlung auf Seite 30. Jetzt gilt nur zu überlegen, welche dieser beiden Sätze braucht man. Ja, wenn ich zum Beispiel den Sinussatz ansetze, beim Sinussatz brauche ich zwei Winkel und zwei Seiten. Und wenn ich da reingucke, ich kenne nur einen Winkel, also kann ich davon ausgehen, der Sinussatz funktioniert nicht. Überprüfe es noch mit dem Cosinussatz. Für den Cosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Ich habe eine Seite, diese Seite ist gesucht, die dritte Seite ist auch gegeben, der Winkel ist auch da, also wird auf jeden Fall der Cosinussatz funktionieren. Anfangen muss ich immer mit der Strecke, die gegenüber vom Winkel liegt, das ist in dem Fall unsere gesuchte Strecke CS. Also CS² ist gleich die beiden anderen Seiten zum Quadrat
bs Quadrat plus bc Quadrat minus 2 mal bs mal bc mal Cosinus des Winkels cbs. So, setzen wir unsere bekannten Größen ein. BS waren 353 Meter plus BC haben wir ja vorhin ausgerechnet, 560 Meter minus 2 mal 353 mal 560 mal Cosinus des Winkels von CBS und der war 38 Grad. So, um jetzt CS auszurechnen, müssen wir jetzt noch die Wurzel ziehen. Dann folgt dabei, CS ist die Wurzel aus 353 zum Quadrat plus 560 zum Quadrat minus 2 mal 353 mal 560 mal Cosinus, ja, dieses Winkelzeichen brauchen wir eigentlich gar nicht, Cosinus von 38 Grad. Das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eintippen und kommt dann auf die gesuchten 356 Meter.